begonnen hat. Ich wohne hier schon 64 Jahre. Ich habe hier in der Nähe meinen Garten gehabt. Ich bin mit einem Fahrrad immer hier über diese Schranke gefahren und mich interessiert das eben sehr. Es ist zwar schade, dass es hier zugemacht wird, aber es ist ein Ereignis und das muss ich mir anschauen. Ja, wir haben 2010 zwischen der DB und der Stadt Taucha die Vereinbarung getroffen zugunsten der EU-Fußweg im Bahnhofsbereich, dort einen Durchgang herzustellen, um den Nahverkehr in der Region zu stärken, um die Verbindung Bus, Bahn, Parkplätze, Park- und Reitparkplätze zu stärken. Und deswegen ist das für die Zukunft gedacht, eine Maßnahme. Und deswegen muss heute hier der Bahnübergang geschlossen werden. Der zweite Grund dafür ist, dass die Bahn an sich für den Güterverkehrsring in Leipzig hier ein Güterverkehrsüberholgleis anordnen muss und dieses Gleis über den Bahnübergang geht und im Zuge der Errichtung des elektronischen Stellwerkes dieser Bahnübergang in seiner Art und Weise so nicht mehr in dem Stellwerk eingeplant werden kann und sollte und deswegen der Bahnübergang geschlossen wird. Okay. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also der Bahnübergang ist jetzt gesichert sozusagen, die Schranken sind gesichert, ist quasi technisch auch so eingerichtet worden, dass es also nicht mehr zu benutzen ist letzten Endes. Wie geht es jetzt hier weiter? Richtig, der Bahnübergang ist geschlossen, die Drahtzugleitungen sind alle gekappt. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt diesen Bahnübergang in dieser Nachtsperrpause mit der Inbetriebnahme des ESTWs abbrechen. Dafür ist die Voraussetzung da, dieses Gleis 13, das Überholgleis, zu schließen, welches dann im März nächsten Jahres in Betrieb genommen wird. Okay, das heißt also, der Bahnübergang verschwindet an sich, also quasi auch als Straße, also es wird dann im Prinzip hier ein offenes Gleis. Genau, wir werden in dem Zuge hier zwei Wendeschleifen errichten, sodass auch für LKWs die Wendemöglichkeit an den Endpunkten der Straße Matthias-Erzberger Straße und Gerichtsweg vorhanden ist. Das wird der Straßenumbau wird sich bis nächstes Jahr auch März, April hinziehen, je nach Witterung.